Ach ja, stimmt, können wir auch mal quatschen. Aha. Orakel bist du also? Ja. Woher weiß... Ich bin Orakel. Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings und herzlich willkommen zurück bei The Next Big Thing, mittlerweile im ägyptischen Style angekommen. Wir stehen gerade beim Orakel, oder hier steht ja mittlerweile Idiot, das haben wir in der letzten Folge herausgefunden. Wir haben ihm schon eine Hieroglyphe gegeben, wir müssen allerdings noch 7 weitere Hieroglyphen dazufügen und wir haben keine mehr. Warum habe ich die Münze denn noch? Der Typ hier hätte eine Hieroglyphe sein können, aber er ist doch nur eine Zeichnung. Faszinierend. Schade, ne? Leider, leider schade. Und wir müssen noch ein paar andere Sachen, Notausgang finden. Also wie gesagt, 7 weitere Hieroglyphen in dieser Folge reißt es sammeln, wie damals Briefmarken und Autogrammkarten. Und ja, das ist unsere Aufgabe für diese Folge. So, gucken wir mal. Die Tür. Okay. Natürlich sind hier überall irgendwelche Hieroglyphen. Statue zum Beispiel. Diese Ägypter. Alles kriegt Flügel oder einen Tierkopf. Die machen vor nichts halt. Diese Ägypter. Ne, das ist doch nicht wahr. So, drehbare Pyramide. Hä? Das Blöde ist, das verändert sich auch immer vom Namen her. Also eben stand ja noch schwarzes Orakel. Jetzt steht da Idiot. Warum drehbare Pyramide? Was war das nochmal? Ach so, das war dieses... Ach ja, stimmt. Dieses Ding hier. Genau. Dreht sich selber. Unglaublich, aber wahr. Ein schöner Trick. Aber, obwohl, wir können ja jetzt auch zaubern. Haben ja gesehen. Warte mal. Können wir nicht einfach... Nee, warte. Ach, so ein Blödsinn. Hex, Hex? Ja, aber ich glaube nicht, dass der Zaubertrick so funktioniert. Müssen wir vielleicht... Aber da drüber stülpen ist ja auch Quatsch. Dies ist wirklich ein monumentaler Blödsinn. Vom Regen in die Traufe. Ach so, hier klappt's auf einmal. Also, naja, gut. Ach so, vielleicht, warte mal. Jetzt hier drauf? Dan Murray spielt den Idioten. Erster Versuch. Plopp. Hat es funktioniert? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Fehlt ein Quatsch. 2 Minuten rum. Nehmen wir mal ab. Hallo? Ach, wie süß. Und wieder meiner. Ja. Guck mal. Ein Häschen. Man könnte meinen, das wäre hier Sam. Das wäre jetzt Max aus Sam und Max. Und was kommt danach? Ein drehbarer Clown? Passiert das denn nochmal, wenn wir das nochmal draufsetzen? Dan Murray spielt den Idioten. Ja. Hä? Dan Murray. Okay. Nee, macht er nicht nochmal. Aber das würde ja heißen, dass jetzt die Pyramide im Theater aufgetaucht ist, oder? Man tauscht das ja quasi aus. Theoretisch ja. Skarabäus müssen wir noch holen. Hier so ein Käferchen. Gehen wir mal ins Theater und schauen mal, ob das wirklich der Fall ist. Ach ja, ich sehe es schon. Man kann es schlecht erkennen, aber hier ist eine Pyramide auf dem Tisch. Quasi, ja, da. Schon praktisch so ein Pfeil. Und da ist sie. Da ist sie. Ja, habe ich gerade gesagt. Ich werde nicht fragen, aus welchem merkwürdigen Grund die Pyramide hier aufgetaucht ist. Keine Lust auf Schwindelgefühle. Ja, jetzt fehlt dir natürlich ein Dinge. Müssen uns nur angucken, natürlich. Sie braucht kaum Platz. In der Luft wirkte sie größer. Guck mal, da sind Zeichen drauf. Quasi Hieroglyphen. Ach, guck mal, die ist auch hohl unten drunter. Bestimmt wieder so ein China-Import. Aber ich glaube, das sind ein paar Hieroglyphen. Ein paar haben wir dann quasi gefunden. Wir versuchen es jetzt einfach mal beim Orakel. Orakel. Das Orakel. Nein. Was? Achso, ja. Stimmt. Wie gesagt, er benennt das plötzlich alles anders und dann tut man sich als Spieler ein bisschen schwer. Orakel, hey, wie wär's? Na, sind da nicht ein paar drauf? Du wolltest Symbolchen haben? Da hast du sie. Wow. Wie ich befürchtet habe. Mit einem Schlag. So bin ich eben. Jetzt heißt es wieder Orakel der Schatten. Bis ich ihm seine 8 Hieroglyphen nicht gegeben habe, wird mir das wenig helfen. Das heißt, quatschen können wir auch nicht mit ihm, ne? Na du?
Wie sieht es jetzt mit den Hieroglyphen aus? Erzähl mir vom Buch der Toten. Aha, Orakel bist du also. Ach ja, stimmt, können wir mal quatschen. Aha, Orakel bist du also? Ja. Woher weiß... Ich bin Orakel, gehört zum Job. Wenn du keine Vorhersagen machen kannst, bist du dafür nicht qualifiziert. Ich kenne ein Weibsbild, das meine Worte auch vorhersagen kann. Wer wird den Super Bowl gewinnen? Wer wird 3000 im Voraus und die Hälfte des Gewinns? Hä? Du hast ja vor, mit meiner Vorhersage zu wetten, oder? Du beleidigst mich. Mit dir mache ich keine Geschäfte. Ein halbes Gehalt drauf, dass du ein geldgieriger Söldner bist. Hm. Ich kenne ein... Elizabeth Allaire. Sie gefällt dir, nicht wahr? Da fällt mir ein, dass du eigentlich ein Baseball bist und dass ich mit dem Schlagen dran bin. Sie gefällt dir natürlich nicht. Nichts da mit Bewunderung. Fad ist das Wort. Sie interessiert dich absolut nicht. Genau. Gut für dich. Themenwechsel. Achso. Ja. Hohepriesterin Kromha. Ja, auf damit! Bist du? Niemals, auch in 100 Jahren nicht. Von ihr wirst du nur eine Weigerung nach der anderen bekommen. Ich sollte vielleicht jetzt auch mal die Antworten vorlesen. Jetzt reden die abgebrochen. Lassen sich die Roboter irgendwie überreden, mit zu gehorchen? Lassen sich... Nein, da gibt's keinen Weg. Weder einen, noch zwei, noch 30, noch 13. Keinen. Was passiert mit mir, wenn ich ihre Wünsche nicht erfülle? Ah ja, gute Frage. Was passiert? Sie ist ziemlich einfallsreich. Mich hat sie in ein Aquarium mit 3 Medusen gesteckt. Weder 2, noch 4, noch 5, sondern 3 Medusen, die mich erstarren ließen und mir eine Frikadellenhaut verpassten. Danach hat mich Kromha selber mumifiziert und mich wieder zum Leben erweckt. Zu meiner größten Scham und Schmach. Die Frage ist natürlich, wenn das so ein tolles Orakel ist, warum spricht er dann mit einer Socke oder mit einer Hand? Weißt du? Ich weiß ja nicht. Warum? Weil ich sie berührt hatte. Du hast sie... Viel. Im Übermaß. Du beruhigst mich nicht gerade. Hast du? Ja, aus Liebe. Ich war verrückt nach ihr und sie war einfach nur verrückt. Schon bevor sie starb, war sie es. Und danach? Der Tod kann dich ziemlich labil machen, wenn man ihn verkehrt angeht. Ich weiß, wovon ich rede. Aber jetzt hasse ich sie. Ich werde ihr bis in alle Ewigkeit ein grauenhaftes, spektakuläres Ende wünschen. Hallo? Kromha beiseite. Ich glaube, das bringt jetzt erstmal nichts. Bis dann. Tja. Das Orakel der Schatten steht jetzt wieder da. Na gut. Okay. Wie kommen wir an weitere Hieroglyphen dran? Ich hab mal kratzen zwischendurch. Lalalalalalalala. Können wir jetzt mal auf die Terrasse gehen? Ich betrete nie was über Balkone. Ja, das hatten wir schon. Gehen wir nochmal hier rein. Haben wir hier nicht noch was Interessantes drin? Vor allem, wir müssen ja mal irgendwie gucken. Schwierig. Nein, auf der Terrazzo. Terrazzo. Ich glaube, da können wir auch nichts machen. Eine Münze fehlt. Schade. 2 Münzen fehlen. Oder hat er da vorher schon erwartet, dass wir eine wegnehmen, ist die Frage. Weil dann wäre es wieder ein Bug gewesen. Und ich glaube gar nicht, dass mit dem Baseballschläger ein Bug ist. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Können wir uns hier nichts nehmen? Ich habe irgendwie so wenig Stuff, in meinem Inventar. Wir müssen irgendwie ans Halsband kommen. Ich bin gerade ein bisschen... Achso. Wenn ich erst Kromhas Riesenkragen habe, hole ich Big Albert aus dem Sarkophag, bringe ihn dahin und schicke ihn in Fleiß Labor. Klingt gut. Ich wette mein ganzes Gehalt, dass Big Albert da drin ist. Ja. Ansonsten haben wir nichts zum Angucken, gell? Huch. Ich wollte eigentlich rausgehen, so. Mit dem müssen wir eigentlich noch irgendwas machen können. Er ist vielleicht glücklich mit seinem vorsintflutlichen Stab. Warte mal, wir gehen da mal hin. Der Stab wird wahrscheinlich auch nützlich sein. Vielleicht sind da auch irgendwelche Hieroglyphen drauf. Und es ist eine bewegliche Sache, die wir mitnehmen können. Falls du es versuchst, wird die Macht des Stabes dich vernichten. Ja. Ach, mach doch, was du willst.
Gesehen? Vorne auf dem Stab? Ich habe auch einen riesen Stab. Also, jetzt, ich meinte jetzt hier den Baseballschläger. Guck mal hier. Baseballschläger. Bam! Voll in die, in your face, bitch. Wage es nicht, den Tempel zu verlassen, Mensch! Wie ja, viele ja. Frühlinge hat dein Stab gesehen, Freund? 5000 Jahre Urmacht der Narma-Dynastie! Ich höre deine 5000 und lege noch 1000 drauf. Was sagst du jetzt? Wie belieben? Ich habe einen 6000 Jahre alten Schläger. Seine Macht quillt aus allen Poren. Woher weiß ich, dass du nicht lügst, Mensch? Wenn du ihn siehst, flippst du aus. Etwas derart Vollgestaubtes muss einfach uralt sein. Pass auf! Was kommt jetzt? Glaubst du mir jetzt? Zurück, Mensch! Ich besitze einen 6000 Jahre alten Stab mit tödlicher Macht. Immer nur ein Gesprächsthema, oh, oder? Oh, wei, wei. Ja. Ganz schön beeindruckend. Ganz schön dämlich. Oh my goodness. Die haben sich echt einen Stab gegeben. Der ist steinalt. Aber ich glaube, da ist auch eine Hieroglyphe drauf. Könnte auf jeden Fall sein. Wir geben es einfach mal ab. Wir sammeln jetzt alles und geben es einfach mal ab. So, gucken wir mal, was passiert. Jetzt steht wieder Idiot da. Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da yes. hast du eine. Funktioniert. Können wir denen irgendeine Scheiße noch geben? Hier, komm. Geht nicht. Das haben wir schon. Hier, Zylinder. Der wäre nicht sein Stil. Aber ein Zauberstab. Ich möchte ihn nicht verschwinden lassen. Mist. Ha, wir haben auf jeden Fall eine weitere. Fehlen uns noch drei, glaube ich, ne? Waren es? Ja. Ne, zwei. Zwei fehlen uns sogar nur noch. Cool. Wir sind gut vorangekommen bis jetzt. Was ich natürlich auch vorstellen könnte, ist, dass hier noch ein Symbol wäre. Ganz genau wie das, das ich dem Orakel gegeben habe. Okay, oder auch nicht. Ich bin. Ja, Terrasse will er nicht. Teich. Wir müssen irgendwie bestimmt noch einen Käfer nehmen. Igitt. Ich glaube, nichts ist mir ekliger. Wir müssten doch eigentlich auch theoretisch. Obwohl, er will jetzt ja eh nicht anfassen. Es wäre schön, die Biester verschwinden zu lassen, aber sie passen nicht alle in den Zylinder. Tja. Was haben wir denn noch hier? Orakel von Delphi. Gehen wir mal. Tür. Wo steht denn jetzt der Tür auf einmal? Ich weiß auch. Hä? Mensch, eine Mumie. Die waren wir noch gar nicht drin. Habe ich die Tür übersehen oder was? Das wäre wieder. Ich könnte schwören. Ich dachte, das wäre die Pyramide gewesen. Okay. Ach, ich verstehe. Das wird ein Hütchenspiel, oder? Diese Sarkophage werden mich auf keinen Fall besiegen. Bei der Menge Geld, die ich jedes Mal kassiert habe, wenn ich hörte... Mary, Junge, 10 Cent, dass du nicht erraten wirst, unter welchem Becher die Murmel versteckt ist. Als Spielernatur konnte Dan der Versuchung nicht widerstehen. Und beschloss, den Trick des Hütchenspiels mit der Mumie herauszufinden. Cool. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt einfach irgendeinen Sarkophag aufmachen, ne? Der war gerade hier. Nehmen wir einfach mal hier. Daneben. Ich kenne nicht die Logik. Falsch. Cool. Cool gemacht auf jeden Fall. Da ist er. Okay, pass auf. Er war jetzt hier. Der war aber eben hier, glaube ich. Cool, im Hintergrund auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Daneben war ja nichts. Deswegen würde ich mal vorschlagen, machen wir mal links daneben. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Okay, er war da links. Warte mal, er ist jetzt hier gewesen. Vorher war er... Hab nie aufgepasst, verdammt. Okay, merken wir uns mal. Er ist jetzt hier drin. Jetzt nicht, aber er war zu der Zeitpunkt. So, wo kommt er raus? Jetzt ist er da. Ich habe da noch gar kein System entdeckt. Aber... Habt ihr ein System? Spiegeln tut sich nichts. Geht ja auch gar nicht. Es sind wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Sarkophage.
Okay, er ist jetzt hier drin gewesen. Und ist jetzt hier drin. Würde das heißen? Ich war einfach mal schätzungsweise mal 1, 2 zurück. Das heißt, demnach müsste er, wenn er jetzt hier ist, 1, 2 zurückgehen. Kann natürlich auch sein, dass er jetzt. Dass er jetzt hier war. 1, 2. Nee, warte, er war hier. 1, 2, 3, 4 plus 1. Demnach, wenn ich jetzt 1, 2 zurückgehe, könnte er auch hier drin sein. Teste best, mein Freund. Teste best. Okay. Okay. Jetzt überlegen, er war da eben hier. 1, 2. Okay. Er könnte aber auch 1, 2, 3, 4 jetzt hier drin sein. Wir nehmen mal den hier. 2 zurück. Aha, das ist es. Mir mit Hütchen spielen kommen. Also ganz schön. Stern. Sehr stolz, dass er den Trick mit den Sarkophagen entdeckt hatte. Das war einfach. Man musste nur genau hinschauen. Der Sarkophag bewegte sich von dem Platz aus, an dem er zuletzt erschienen war, immer um einige Positionen nach rechts. 5, um genau zu sein. Okay. Habe ich gewusst. Okay, eine Mumie ist da. Die würde in einem der Filme, die Willy produziert, bestimmt toll aussehen. Naja, die er früher produziert hat, wenn man Eladio glauben darf. Aus welchem Grund mag Willy jetzt auf einmal Kinderfilme machen? Ach egal, ist nicht mein Spiel. Ach, der hat einen Dolch, guck der mal. Der ist gut. Nimm den Dolch. Cool. Wozu braucht eine Mumie, die vor Jahrtausenden den Löffel abgegeben hat, einen Dolch? Das ist eine gute für und berechtigte Frage. Und wieder nichts. Yes. Sehe ich ganz genauso und wir schauen sie uns natürlich noch einmal an. Hat einer Mumie gehört? Wahrscheinlich zum Nägelschneiden. Oder Kartoffelschälen. Auf jeden Fall ist hier noch eine Hieroglyphe dran. Das ist gut. Schauen, können wir die Mumie nochmal angucken? Hä? Benutzen? Endlich hat sie gelernt, ruhig zu bleiben. Wieso soll ich die benutzen können? Ich fasse sie auf keinen Fall an. Können wir hier ein Hütchen aufsetzen vielleicht? Guck mal hier. Ich habe ein Hütchen auf. Ich habe auch ein Hütchen auf. Der ist viel zu elegant für ihr Outfit. Hm, okay. Sonst ist hier nichts? Na klar, jedes einzelne antatschen. Nochmal? Klar, warum nicht? Wozu? Muss nicht sein. Da gibt es nichts von Interesse für mich. Hat aber Spaß gemacht. Nochmal? Ja, sehr gut. Ich fasse... Ja. Sie ist noch hässlicher als Kromhaar, ehrlich. Kromhaar sieht mir noch richtig gut aus für ihr Alter. Muss man auch mal so sagen, ne? Aber wie gesagt, das mit diesen Altern mit Würde, das hatte ich ja schon mal in den letzten Folgen, ich glaube, eine der ersten Folgen, das finde ich eigentlich immer noch besser. Man muss auch sehen, wenn man mal älter wird, gehört das zum Leben dazu. So, jetzt geben wir mal den Löffel ab, nee, den Dolch. Und, ja. Symbölchen mehr, würde ich sagen. Du wolltest Symbölchen haben? Da hast du sie. Da hast du eine. Eine fehlt noch. Tja, wo kriegen wir die her? Eine gute und berechtigte Frage, würde ich sagen. Eine so zerreißt der Dolch, dass nichts ist er nicht verschwitzt. Das war jetzt sinnlos. Aquarium. Da kommt kein Teil von mir rein. Nein. Kromhaar ließ das Orakel gefesselt, bis die Medusen es völlig ausgelaugt hatten. Später hat sie es eigenhändig mumifiziert und wieder zum Leben erweckt. Soll noch einer sagen, Frauen sind unkompliziert. Ha. Ich hätte mir das Orakel angeguckt, glaube ich, ne? Ein wunderbares Beispiel für Kromhaars Sinn für Humor. Was liegt denn da oben drauf? Achso. Nö, das gehört dazu. Okay. Was ist das hier eigentlich auf dem Boden? Da kann ich mir nichts angucken. Komisch. Und nu? Eine fehlt noch. Hier, Schlange. Abfall mal Kopf abhacken oder so. Warte mal. Achso, wir haben den Baseballschläger ja gar nicht mehr. Warte mal. So. Sie ist aus Stein. Es würde ihr nichts anhaben. Tja, eine Hieroglyphe fehlt uns noch. Wir müssen in der nächsten Folge mal gucken, wo sie ist, wie wir drankommen und was dann anschließend passiert. Das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Damit das nicht verpasst wird, einfach mal auf Abonnieren klicken und dann, ja, kriegt ihr eine Info, dass die nächste Folge auch wieder da ist. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis bald.
eine fehlt noch. Eine Hieroglyphe, die irgendwo wird sie sein. Vielleicht habe ich sie schon gesehen, aber ich habe sie übersehen. Na, das kann natürlich auch sein. Helft mir dabei, schreibt mir mal in die Kommentare, wo die Hieroglyphe sein könnte. Ich mache jetzt eh weiter mit der Aufnahme, aber ich bin mal gespannt, ob ihr das schon rausbekommen habt. Ja, als kleine Challenge. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Daumen hoch auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen, wenn ihr drauf klicken würdet. Falls euch gefallen hat, natürlich will ich auch zu keinen zwingen. Auf Gottes Willen. Hab ja keinen Halsband an wie die Kromha, verdammt. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann holen wir das letzte Symbolchen noch. Danke fürs Zusehen und bis bald!